Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Lostberg mit Story, bereits die 15. Folge. Und genau, heute steht das große Häckseln an. Es kommt gleich mein Freund aus Geiselsberg, den hatte ich angerufen, ob er mir hier beim Häckseln helfen könnte. Der müsste in den nächsten paar Minuten kommen. Und genau, ich habe hier schon den 130.06 vorbereitet. Und ja, wir fangen da oben im Norden an. Von da dreschen wir uns dann weiter in den Süden. Und ja, Häckselwagen stehen da oben alle. Die bekomme ich ja hier von meinem Freund aus Lossberg. Und ja, hier das Festfahrgespann ist auch schon vorbereitet. Der 6207 mit dem Schiebeschild. Das habe ich mir vom Maschinenring gemietet. Und genau. Ich hoffe mal, dass der dann gleich eintrifft, mein Freund. Das können wir dann sofort loslegen. Ja, den Kühen soll es auch noch gut gehen. Also, aktuell läuft wirklich alles schön hier in Lossberg. Ich denke mal, dass es dann auch bald nochmal ins Güllefahren geht, hier auf die restlichen Weizenfelder, die noch nicht gegrubbert sind. Und ja, bald auch ans Ölrettich säen. Aber heute dann erstmal das Mais häckseln. Und genau, ich hoffe, da kommt ein guter Ertrag zusammen. Wir werden erstmal alles hier ins Silo packen und alles, was überbleibt, dann wird irgendwann an die BGA verkauft. Ich würde sagen, wir starten schon mal direkt. Ich mache schon mal den Deutz an, lass ihn schon mal ein bisschen warm laufen. So, perfekt. Gut. Dann hoffe ich mal, dass er hier gleich eintrifft. Ich denke mal, er müsste von da hinten irgendwo kommen. Ich weiß gar nicht, mit was für einem Schlepper er andrückt. Mal schauen. Ah, da kommt schon jemand. Ich denke mal, das wird er sein. Ja, hat auf jeden Fall hier den Weg nach Lossberg gefunden. Ja, wegen dem Gras müssen wir dann nur mal schauen, was wir hiermit machen. Das ist ja vom Mähen noch übrig. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie mal wegschmeiße. Mal gucken. Aber heute ist erstmal Häckseln angesagt. Der Deutz kommt dann nachher auch zum Silo da hinten hin. Und genau. Aber er ist jetzt schon mal am Hof angekommen. Würde ich sagen, schnacke ich mit ihm gleich mal eben kurz. Moin! Servus. Alles fit soweit? Ja, schon. Also, ich habe hergefunden. So viel kann ich sagen. Das ist schon mal gut. Ja. Ich würde sagen, wir starten auch gleich schon, oder? Mhm. Ja, können wir machen. Gut, perfekt. Ich habe den Deutz schon warm laufen lassen. Ich fahre einfach mal vor. Fahre mir einfach nach. Jo. Genau. Über Funk können wir uns ja eigentlich ganz gut unterhalten eben hier. Jo. Ja. So. Perfekt. Können wir auch schon mal losfahren. Ja, der Häckslerfahrer steht oben schon bereit. Mit seinem Häcksler. Auch ein Youngtimer Häcksler. Auch wirklich ein schöner Häcksler. Bisschen älter schon. Aber tut auch seine Dienste. Und ja, die beiden Häckselwagen sind auch am Start. Müssen wir mal schauen, dass die an unsere Schlepper passen. Ich hatte so einen Häckselwagen noch nie hier am Deutz dran. Aber mal schauen. So. Auto kommt gar nicht. Fahrt. Perfekt. So. Ja, genau. Eigentlich war ja geplant, das Häckselmutier in die BGA zu schmeißen. Aber die haben aktuell schon einiges an Masse, was sie wahrscheinlich bekommen werden hier aus der Region. Und da lohnt sich meine paar Tonnen nicht. Und da habe ich einfach gesagt, komm, ich pack's in mein Silo. Und wenn ihr mal was braucht, könnt ihr Bescheid sagen. Fahren jetzt hier mal eben links rein. Die Häckselwagen stehen da oben in der Maschinenhalle. Genauso wie der Häcksler. Der steht da sonst auch immer. Und ja, soweit ich weiß, sind das zwei H-Häckselwagen. Ich glaube, ein Drehschemel, den nehme ich, glaube ich. Und ein Tandemwagen, den müsstest du dann gleich nehmen. Ja, glaube ich, falsch abgebogen gerade, aber. Ja, ja, siehst du mich noch? Ja. Perfekt. Gut. Ja, du kommst ja eher aus dem Süden, ne? Kennst das hier, glaube ich, so nicht in Lossberg, oder? Nee, ich war noch nie hier. Ja gut, doch, wahrscheinlich doch einmal, glaube ich, schon. Halt bei dir auch auf Besuch, aber sonst ja, eigentlich nicht. Gut. Fahren wir hier mal her. Geht hier über den Kuhhof und da unten müssen dann auch die Häckselwagen stehen. Sind soweit abgeschmiert, wurde mir gesagt. Also wir können eigentlich sofort starten. Ja.
Muss mal schauen, weil der eine Häckselwagen ist, soweit ich weiß, ohne Druckluftbremse. Müssen wir da mal schauen, wie das passt. Aber dein Fendt sollte ja eigentlich noch einigermaßen gute Bremsen haben, oder? Im guten Zustand auch die Bremsen passt eigentlich alles. Ja, gut. Genau. So. Fahren wir mal eben hier runter. Da unten steht noch die Maschinenhalle. Tore müssten eigentlich auf sein. Und dann können wir die Wagen schon mal ankuppeln. Ich meine, der Mais sieht wirklich gut aus. Ich habe gestern noch eine Probe genommen. Auch die Kolben schön ausgebildet. So, genau. Hier hat er den Häcksler schon warm laufen lassen. Moin. Und genau, Häckslerfahrrad, soweit ich weiß, kein Funk. Bei dem alten New Holland Häcksler, da ist kein Funk drauf. Aber genau. Ich würde mal sagen, wir stellen unseren Deutz mal hier hin und machen mal eben hier die Maschinenhalle auf. Ja, genau, der Tandem ist dann für dich. Den kann ich dir gleich eben ankuppeln. Hier liegt noch ein altes Seil, okay. Packen wir das mal eben weg. So. Genau. Hier hinten steht er. Fahr einfach mal rückwärts ran. Ich würde dann gleich wohl anfangen mit anhäckseln. Ja, kannst machen. Könntest du die zweite Bahn übernehmen? So, hier mal eben vorsichtig zurück. Perfekt. Dieser hat, soweit ich weiß, ja. Ja, der hat Druckluft, genau. Doch. Glück gehabt. Dann nehme den ich. Perfekt. Ah, Ja, passt. jetzt perfekt. Gut. Läuft. Ich kuppel da mal eben meinen an. Jo. So, genau, ich nehme den. Achtung! Was noch? Ja, warte das mal. war eng. Ja, alles gut. Ja. Passt, fahr mal. Dann stelle ich mich hier erstmal an den Rand noch. Genau. Dann kannst du gleich anfangen. So. Machen wir die Halle mal eben noch. Das Tor mal eben noch auf und dann kuppeln wir mal eben den den Häckselwagen hier an. Ja, dieser hier ist jetzt ohne Druckluftbremse. Gut, ich hoffe, der Deutz wird's verkraften. So. Zapfwelle eben dran. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich bei deinem die Zapfwelle dran gemacht habe. Ne, so, jetzt ist es dran. Gut. Dann fahre ich die mal eben raus. Tür zu. Und dann sollte der Häckslerfahrer eigentlich losfahren. Ich habe ihm gesagt, wenn wir hier sind, können wir eigentlich dann sofort starten. So, kurzer Cut gerade eben. Ich habe gerade noch mit dem Häckslerfahrer geschnackt. Wir haben jetzt hier gerade kurz eben mal angehäckselt ohne Kamera, weil das ein bisschen stressig war. Für ihn auch das erste Mal mit dem Häcksler. Für uns das erste Mal mit den Häckselwagen und in dem Gespann hier. Deswegen geht es jetzt an die langen Bahnen. Da kann ich dann auch ein bisschen filmen. Vielleicht auch mal ein paar Drohnenaufnahmen machen. Und genau. Sonst anhäckseln hat sogar einigermaßen gut funktioniert, muss man sagen. Und genau. Jetzt geht's richtig los hier. Ich hoffe mal, dass er jetzt startet. Perfekt. Gut. Das läuft. Genau, ist so ein alter New Holland Drescher. Hat er aus Italien gekauft, soweit ich weiß. Ist auch noch italienisches Kennzeichen dran. Bisschen fertig gemacht. Und mal schauen, wie der so läuft. Aber was ich gerade so gesehen habe, am Vorgewende und so, lief der wirklich zuverlässig. Und ja, Funkgerät hat er nicht, habe ich ja schon gesagt, auf dem alten Häcksler. Aber gut, klappt auch schon so. So. Da muss man eben schauen, dass wir hier nicht zu weit drüber fahren über den Schlag hier. Hier ist nämlich gerade frisch angesät. Geht alles noch ein bisschen langsam bei dem Häcksler. Auch Schneidwerk runter machen, aber gut.
Dafür zahle ich für den Häckslerfahrer nicht viel. Und ja. Ich sag dir dann gleich einfach Bescheid, wenn ich voll bin, wenn ich 80% habe, dann kannst du ja schon mal langsam losfahren. Ja. Achso. Ich schaue immer mal nach hinten, dann wie voll ich ungefähr bin. Muss mal schauen, der Häcksler, der kriegt schon, also der hat schon ordentlich Power, also manchmal fährt er echt ziemlich schnell, muss man sagen. Also ich glaube, langsam könntest du gleich mal losfahren. Ich denke mal, Hälfte der Bahn schaffe ich noch. Jo, dann fahre ich mal schon mal hinterher. Aber manchmal fährt er jetzt hier durch die Maispflanzen, keine Ahnung, wo er das gelernt hat. Ich hoffe, die stellen sich wieder auf. So. Gut. Und weiter geht's. Ich jetzt hier mal mit. Ja, ich denke mal, du kannst schon ein bisschen näher kommen. Ja. Ich bin gleich voll. Mache ich irgendwie fliegenden Wechsel oder so, oder fahre ich einfach... Ja, auf Zeit kommt es jetzt nicht an. Ah, okay, dann machen wir es einfach so. Das sieht auch wirklich schon gut aus, so ein bisschen Youngtime wechseln. Ah. So. Gut, kannst. Bist du eigentlich. Passt. Das passt in dem Fall dann auch ganz gut, dass ich hier mit dem alten Fan gekommen bin. Ja, ja, ich weiß gar nicht, was hast du sonst da für Schlepper in Geiselsberg? Ach, sonst eigentlich nur mehr oder weniger neu, also. Okay. Ein 724 Vario habe ich und ein 7530 von dir. Okay. Das ist auch ein bisschen älter schon, aber ansonsten den fast nagelneuen noch 724. Ah, okay. Und du machst das dann hauptberuflich oder? Ja, ja. Schon. Okay. Gut. Wir fahren da hier mal rechts ab und dann geht's erstmal zum Silo da unten. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das Video schon mal gezeigt habe. Ja, der schiebt jetzt natürlich ein bisschen, muss ich ein bisschen mit dem Motorbremse arbeiten, aber das sollte eigentlich auch gehen. So. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, der Helfer, der Häcksler muss dann auch mal ein bisschen warten, weil die Häckselwagen sind ja nicht allzu groß. Ja, das dauert hier noch. Ist hier irgendein Problem? Er schreibt hier, dass er das, also er sagt, dass er das Feld nicht im Besitz ist, keine Ahnung. Ja, eigentlich habe ich mit ihm aufgeklärt, dass er welche Felder er machen soll. Ich habe es ihm auch so genau aufgeschrieben, keine Ahnung. Ja. So, dann fahren wir hier mal links. Ja genau, hier war auf dem Hof war ja noch beim letzten Mal das Oldtimer-Treffen. Ist auch ziemlich ausgeartet am Sonntag, also da gingen noch einige Biere durch, muss man sagen. Aber, genau. So. Müssen mal schauen, wie weit wir dann heute kommen, ob wir... Ich denke mal, der Häckslerfahrer hatte mir gesagt, er macht so bis 20, 22 Uhr. Schauen. Wo ist er jetzt noch nicht so spät? Ja, das müssten wir eigentlich heute schaffen. Wie viele Felder sind es noch nach? Oder ich glaube drei Stück noch. Aber der Rest ist nicht so groß. Also mit dem drei oder nach dem noch drei? Nach dem noch drei. Okay. Genau. Aber der Rest ist nicht so groß. Von daher müsste das passen. Also irgendein Problem hat der Helfer jetzt an. Ja, ja, sonst komme ich gleich nochmal. Ich gebe das mal ihm ab. Ja, da kannst du mit dem nochmal reden. Ja, ja. Schon. Ja, genau. Hier ist jetzt auch das Silo. Da kippen wir es rein. Muss mal schauen. Hier hätte ich auch mal ruhig ein bisschen mulchen können, aber... Gut. Hoffen wir, es passt hier gleich so mit dem Kratzboden einigermaßen mal. Ist ja auch schon ein bisschen älter, der Hänger. Aber mir wurde gesagt, an dem sollte eigentlich alles funktionieren.
So, perfekt. Ja, so läuft das. Gut, perfekt. Also ich habe jetzt das erste Mal abgeladen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Zeitraufaufnahme vom Häckseln ein bisschen und dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich zum Festfahren wieder. Vielleicht mal noch ein paar Drohnenaufnahmen, also bis gleich. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So, ich bin jetzt hier gerade am Deutz unterwegs. Jetzt geht's zum Silo, das erste Mal festfahren. Es sind jetzt schon einige Ladungen drin. Mein Freund aus Galzberg ist jetzt gerade noch am Häckseln, wie gesagt, gerade weiter. Der ist noch fleißig. Und mein Deutz steht da jetzt gerade. Und genau, ist schon einiges zusammengekommen. Muss ich jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Hier mit dem Verteilen. Ist auch das erste Mal, dass ich dafür den Deutz natürlich benutze. Hoffe ich mal, dass mit Frontlader und Schaufel müsste das eigentlich funktionieren. So. Ach, Schild ist vielleicht ein bisschen groß, aber ein kleineres hatte der Maschinenring nicht. Aber wir testen es einfach mal. So. Genau. So schaut das Silo jetzt aktuell aus. Ja, das erste Feld ist jetzt fast fertig. Sag ich jetzt mal. Muss ich da mal schauen, wie viel da ungefähr zusammenkommt. So. Zuerst mal hier ein bisschen drüber fahren, dass sich jetzt alles mal ein bisschen verteilt. Ja, aufpassen, dass wir nicht zu viel aus dem Silo rausfahren. So. Das Schild auch mal eben senken. Das kann ich mit der Hydraulik hier ganz gut machen, weil die Hydraulik von Deutz lässt sich eigentlich ganz fein steuern. Kann man hier gut eigentlich mit dem Silo, auf dem Silo arbeiten. So. Dass wir den Berg hier eben wegbekommen. Aber das schaut gar nicht so schlecht aus. Also, ich muss sagen, der Deutz ist wirklich ein schöner Schlepper hierfür. Hat natürlich kein hohes Gewicht, aber ich muss sagen, dafür macht er seine Aufgabe eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob ich vielleicht für den die nächsten Jahre nochmal ein paar Zwillingsbereifungen bekomme. Zumindest für hinten. Vielleicht ist es auch mal günstig in den Kleinanzeigen zu finden. Muss man dann mal schauen. So. Denk mal, ich werde den Berg da rechts genau wegmachen. Dann müsste es auch eigentlich erstmal gehen. Soweit. So. Mal schauen, dass ich nachher noch die Silo-Plane vom Händler abhole. Da hatte ich was bestellt. Ich hoffe mal, die ist angekommen. Genau. So. Eigentlich dürfte ich mich hier nicht festfahren. Also ich habe Allrad an. Von daher, das ist eigentlich klar. Jetzt habe ich am Deutz ja auch das Abschleppseil.
Hier ist ein bisschen Gras durchgewachsen, hätte ich auch mal ruhig wegmachen können, aber gut. Ist jetzt auch für Silo nicht so schlimm, muss man sagen. Ich denke aber mal, ich werde das hier jetzt nochmal eben ein bisschen platt fahren. Dann werde ich noch ein bisschen häckseln. Schauen, ob ihr noch ein paar Drohnenaufnahmen seht. Und genau, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Und wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because etwas größeren Schläge sind jetzt weg. Genau, der Häckslerfahrer macht jetzt eben kurze Pause. Ich denke mal, wir werden gleich auch eine Pause machen. Und ja, dann geht's, denke ich mal, nachher noch kurz weiter. So viel ist es dann ja nicht mehr. Aber das werde ich dann, denke ich mal, nicht mehr mit aufnehmen. Und ja, sonst, ich hoffe, mit den Drohnenaufnahmen ist das ganz gut geklappt. Es war heute ein bisschen windig. Aber gut, schaue ich mir da mal an. Und genau, mein Freund aus Geisensberg, der wartet jetzt gerade an dem Silo. Und dann werden wir da, denke ich mal, eben eine kleine Pause machen. Und dann geht es nachher noch, denke ich mal, so 2 Stunden weiter mit dem Häckseln. Aber genau. Sonst muss man sagen, es hat wirklich sehr gut geklappt, muss man also wirklich anerkennen. Auch der Häcksler, was der geleistet hat. Auch vom Durchsatz her muss ich wirklich sagen, top. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das so schnell wegkriegt, weil ja, der Häcksler ist halt auch schon einige Jahre alt. Aber muss man wirklich sagen, der Durchsatz ist schon noch ziemlich gut, muss man sagen. Ja, genau. Aber auch hier der Deutz, einfach ein Traum. So. Im Häckselwagen kann er jetzt mal richtig hier Leistung zeigen. Vor allem, wenn es hier die Berge hochgeht, dann mit vollem Wagen, das ist dann schon wirklich Power ohne Ende, was der da raushaut. Aber genau. Dann denke ich mal, dass ich nachher nochmal ein bisschen verdichten werde. Ich denke mal, ihr habt es schon gesehen, hat wirklich gut geklappt im Deutz, das Verdichten. Und ja, ich
Ich denke mal, nächste Folge wird dann das Ölrettichsälen anstehen. Und mal schauen, was mit der Gülle der Kühe ist. Ob ich da noch ein bisschen Gülle fahren werde, das werde ich dann mal schauen. Aber ja, das wird sich dann entwickeln. Aber ich bin schon mal froh, dass ich den Mais jetzt größtenteils schon mal erfolgreich reinbekommen habe. Ich hoffe nicht, dass es nachher noch irgendwelche Probleme gibt, vor allem wenn es dunkel wird oder sowas, dass dann hier irgendwie einen Schaden gibt, weil im Dunkeln kann man es dann ziemlich schlechter erkennen. Und ja, aber ich hoffe, dass alles gut geht. Auch vom Ertrag, also muss man wirklich sagen, deutlich besser wie die letzten Jahre. Klar, letztes Jahr war es gar nicht so schlecht, muss man sagen. Vorletztes Jahr war es sehr schlecht. Aber dieses Jahr war generell alles, finde ich, deutlich besser vom Ertrag her. Zumindest das, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch bei anderen Landwirten hier in der Region. Vor allem erster und zweiter Schnitt. Dritter Schnitt weiß ich jetzt nicht, wie ich das noch machen werde. Ich denke mal, den geringen Aufwuchs werde ich entweder wegmulchen oder ich werde es mal mit dem Ladewagen zusammenfahren lassen. Vielleicht leih ich mir da nochmal einen vom Maschinenring hier. Ich glaube, die haben einen kleinen. Aber ja, das wird sich auch dann zeigen. So. Dann fahren wir da jetzt gleich links rein. Dann geht es auch wieder zum Silo. Und dann ist erstmal Pause. So, der müsste eigentlich schon stehen. Genau, da hinten steht er mit seinem Fan. Auch der hat gut durchgehalten. Und genau. So, ja, hier stehen die ganzen Reifen. Damit wird das Silo dann nachher noch wahrscheinlich abgedeckt. Muss ich mal schauen, vielleicht hilft meine Frau dann auch mit. Mal gucken. Dann werde ich das jetzt nochmal eben hier abkippen. Vorsichtig. So. Was wirklich schön ist an diesem Häckselwagen, dass die Häckselklappe so mechanisch aufgeht und ausschwenkt. Also das muss man sagen, das ist noch eine gute alte Technik. So, ich hoffe, ich komme hier drüber über die Berge. Doch, perfekt. Läuft doch. So. Machen wir den Deutz erstmal aus. Moin. Servus. Hat alles gut geklappt mit dem Fan? Ja, ne? Ja, hat alles funktioniert. Gut, perfekt. Alles ein und frei. Ich habe dem Häckslerfahrer gesagt, er kann jetzt eben kurz ein Päuschen machen. Wir machen dann, denke ich, auch mal eben kurze Pause. Und dann geht's gleich noch weiter. Und genau, ja, mit den Kameraaufnahmen war es das jetzt erstmal soweit. Den Rest, das ist ja nicht mehr so spektakulär. Das werde ich dann ohne Kamera weitermachen. Und in der nächsten Folge werde ich euch dann, denke ich mal, dann das fertige Silo zeigen. Und genau. Dann würde ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen bedanken. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sage ich bis dahin. Ciao. Servus.